Wie alt sind wir dann eigentlich? Heute ist das Schulfest. Unsere Klasse will ein Dienstmädchencafé dazu beitragen. Ich bin erst für morgen eingeteilt, also habe ich heute frei. Ich habe sonst nichts vor, also gehe ich mir das mal ansehen. Dienstmädchencafé. Okay, wohin soll ich bloß zuerst gehen? Wirklich? Wirklich? Hyoka, warte mal. Was gibt's, Ryota? Hast du gerade etwas Zeit? Wir haben viel mehr Gäste, als wir erwartet haben und wir könnten eine Auslandskellnerin sehr gut gebrauchen. Boah, du hast recht. Wo kommen die bloß alle her? Naja, wenn man Schulmädchen hört, da geht das Ganze sehr schnell, ne? Überlass das mir, Ryota. Ich werde sie in den Griff kriegen mit meiner super saftschubsen Dienstmädchentechnik. Trademark. Und so bekomme ich vor dem Fest nichts zu sehen, außer Gästen und Dienstmädchen. Was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist. Außer es sind halt Vögel. Dann ist es halt etwas seltsam, glaube ich. Ah! Ich habe meine Blockflöte statt meiner Mathehausaufgaben. Wie? Wie? Ich habe meine Blockflöte statt meiner Mathehausaufgabe abgegeben. Was jetzt? Ist der Nanaki noch im Lehrer? Wie passiert so etwas? Entschuldigt. Huch. Herr Nanaki und Dr. Iwamine, ich hätte nicht erwartet, die beiden zusammenzusehen. Und Sie finden nichts an diesen Zahlen merkwürdig? Nein, nein, gar nichts. Es ist eine statistische Abweichung bei den Schülerdaten der vergangenen Jahre erkennbar. Ich hatte gehofft, von Ihnen eine Erklärung zu bekommen, aber anscheinend habe ich Sie überschätzt. Wirklich? Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Ich ergreife Partei für, natürlich, für Kasuaki. Das ist nicht besonders nett, Doktor. Was wollen Sie? Hallo, Tosaka, was gibt es? Ich habe Ihnen vorhin aus Versehen meine Blockflöte statt meiner Hausaufgaben abgegeben. Das haben Sie, hier bitte. Und das ist meine Arbeitsmatte, danke, tut mir leid. Wie der Lehrer, so die Schüler. Sagt der unzuverlässige Arzt. Ich habe auf dem Heimweg viel zu viel Zeit mit Schaufensterbummeln verbracht und die Sonne ist schon untergegangen. Schön. Huch, welches hübsche Mädchen verteilt da denn Flugblätter? Was machst du denn da, Ryota? Das Fest ist vorbei, oder sind das die Sachen, die du immer trägst? Nein, das gehört zu meinem Job. Was für ein Job ist das? Du missverstehst das. Es ist bloß ein Transvestitencafé. Ich missverstehe gar nicht. Ich habe es genau so verstanden. Wir brauchen das Geld. Hier, nimm auch ein Flugblatt. Ich frage nach dir, sollte ich hingehen? Oder such dir einen besseren Job? Ich frage nach dir. Ich werde auf jeden Fall nach dir fragen. Danke, ich werde auf dich warten, Hyoko. Warum solltest du in ein Transvestitencafé gehen? Oh, und auf der Arbeit heiße ich Kulin, also rede mich so an. Was passiert hier? Kulin, okay? Bis dann, Kulin. Du bekommst ein dickes Trinkgeld, Mädel. Ein dickes Trinkgeld für dein dick... Was? Für dein dickes, Ding. Ryota, sollen wir zusammen heimgehen? Ah, tut mir leid, ich muss noch was erledigen. Für mein Transvestitencafé. Später vielleicht? Okay, stimmt irgendwas nicht, Ryota? Nein, nichts. Mach dir keine Sorgen, Hyoko. Sein Lächeln wirkt unglaublich unecht. Aber wenn er nicht will, dass ich mir Sorgen mache, bringt es auch niemandem etwas, wenn ich mir trotzdem Sorgen mache. Vielleicht sollte ich in die Spielehalle gehen. Ah, das hat Spaß gemacht. Ich habe eine ganze Weile nicht gespielt. Ich sollte ein paar neue Songs üben, damit ich wieder ins Spiel reinkomme. Oha, was macht denn Ryota da drüben? Und wieso kommt er aus dem Krankenhaus? Oh nein, ist etwa seine Mutter? Ha? Ryota, warst du? Hyoko. Hyoko, ich würde gerne mit dir reden. Hast du gerade Zeit? Na klar, worum geht's? Es ist die Mutter, oder? Also, naja,
Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, wie ich das sagen soll. Lass dir Zeit, ich hab's echt nicht eilig. Danke, meine Mutter. Es geht dir nicht gut, sie war nie die Gesündeste. Im Winter war sie immer die Erste, die sich erkältete. Ja, obwohl eigentlich Tauben mit der Kälte besser klarkommen sollen als mit Hitze. Seit Ende September wurde es immer schlimmer, aber an einem bestimmten Punkt konnte ich sie nicht mehr alleine versorgen. Also ist sie jetzt im Krankenhaus. Und da gehst du nach der Schule immer hin? Ich hoffe, sie wird bald wieder gesund, Ryuta. Das wird sie nicht. Sie wird nicht wieder gesund? Er weint. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten, Yoko. Bis bald. Ryuta! Und so rennt er weg. Hinaus in die Nacht. Oh nein. Wie unfassbar traurig. Heute kriegen wir unsere Abschlussarbeiten zurück. Von den Zwischenprüfungen bis zu den praktischen Examina bestand das ganze Trimester fast nur aus Klausuren. Tosaka, jetzt müsste ich aber genug Wissenspunkte haben, oder? Ja? Sie werden besser, weiter so. Ja! Ja! Wir werden besser! Habt ihr das gehört, Freunde? Wir werden besser. Ja, Herr Nanaki. Ich muss was mit meinem Hals machen, es tut mir leid. Es kratzt gerade so, ich muss gerade ein bisschen was trinken. Die Stimmen sind so anstrengend. Da hat mir jemand eine SMS geschickt. Sie ist von Ryuta. Triff mich um 7 im Park. Was soll das? Ich hoffe, es bedeutet nichts Schlimmes. Ryuta, ich hoffe, ich habe dich nicht warten lassen. Nö, tut mir leid, dass ich dich so nach draußen gezerrt habe, Yoko. Was ist denn? Alles in Ordnung mit deiner Mutter? Ja, dir geht es jetzt gut, danke. Sie hat gesagt, du bist jetzt alt genug. Geh und verbring den Tag mit jemandem, der dir wichtig ist. Und dann hat sie mich nicht mehr in ihr Zimmer gelassen. Und warum läuft er gerade im Hintergrund? Egal. Nach Hause gehen wäre jetzt zu einsam. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht würde ich mich besser fühlen, wenn ich mit dir reden könnte. Und darum hast du dich bei mir gemeldet? Fühlst du dich denn besser? Ja, vielen Dank. Oh, entschuldige, hier draußen rumsitzen am Heiligabend. Ah, ich sehe es gerade erst links oben im Eck. Hier draußen rumzusitzen an Heiligabend ist irgendwie traurig. Möchtest du irgendwo hingehen? Oh nein, an Heiligabend auch noch. Mich stört das nicht, Ryuta. Mit dir ist es überall schön. Und so verbringen Ryuta und ich den Abend damit, im Park rumzusitzen. Vielleicht nicht sehr weihnachtlich, aber das kümmert mich nicht. Müssen jetzt nicht eigentlich wieder Ferien sein? Frohes neues Jahr, aber es regnet. Also nicht ganz so frohes neues Jahr. Ach schade, ich würde ja zum Schrein gehen, aber bei diesem Wetter ist die Wildnis gefährlich. Dann werde ich mal ein braves Mädchen sein und schön ausschlafen. Ha, oh nein, das Wetter ist schlecht. Ich glaube, ich muss wohl länger schlafen. Und Karten verschicken kann ich bei diesem Regen auch nicht, das ist blöd. Frohes neues Jahr alle miteinander. Ich hoffe, sie hatten alle schöne Ferien. Ich habe Winterschlaf gehalten. Wundert mich nicht. Sag ich doch. Wer hätte das gedacht? Sie sind ja immer noch im Winterschlaf, Professor. Wachen Sie auf! Oh, ich habe das ja schon öfter gesagt, aber ihr drittes Schuljahr wird um sein, ehe sie sich versehen. Genießen wir diese Zeit, solange wir die Möglichkeit dazu haben. Man könnte sagen, das Schuljahr wird wie im Schlaf vergehen. Dieses Trimester gibt es nichts Besonderes, zumindest nichts, um das man sich sorgen müsste. Und schon sind wir im dritten Trimester. Mensch, das zweite war ja echt kurz. Das zweite Trimester war ja echt kurz. Es ist immer noch hell draußen. Vielleicht sollte ich noch irgendwo vorbeischauen, bevor ich nach Hause gehe. Oh, morgen ist der Legumen... Was für ein Ding? Legumentinstag. Ich glaube, ich kaufe ein paar Körner. Inzwischen ist Legumentinstag ein Feiertag, an dem man dem Jungen, den man mag, Körner gibt. Früher bewarf man damit wohl die Tauben. Entwürdigend. Ein Feiertag, um Tauben mit Essen zu bewerfen. Guten Abend, auch wegen Körner hier. Ja, gibt es eine bestimmte Art, die Sie mir empfehlen können? Dieses Jahr geht der Trend sehr zu Körnermischungen für Renntauben, aber die sind etwas kostspieliger. Oder ohne den betreffenden Vogel zu kennen, sind Empfehlungen schwierig.
Ha, das stimmt wohl. Und manchmal schmecken ja preiswerte Sachen sogar besser als das teure Zeug. Wobei, das kommt immer drauf an. Ich hab mir jetzt... Ich trink normal immer, hier das Schwibschwab, also das Mezzomix von Pepsi. Das ist zuckerfreie. Und ich hab mir jetzt heute... Hatten die im Penny das nicht mehr. Und deswegen habe ich mir jetzt die Penny-Eigenmarke geholt. Und es schmeckt echt nicht geil. Also es schmeckt echt nicht geil. Ich glaube, ich nehme... Ruhemais, bittere schwarze Bohnen, Landhirse, Quellhanf oder die Rennmischung. Komm, gönn dir die teure Rennmischung. Davon nehme ich was. Vielen Dank, junge Dame. Hier, bitte. Wir gönnen uns einfach mal. Hey, weil man sich sonst im Leben nichts gönnt. Heute ist der große Tag. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Zeit, dem ganz besonderen Lieblingsvogel die Körner zu schenken. Ryuta, warte. Hä? Hast du mal eine Minute Zeit? Klar, was gibt's denn? Hier, die habe ich dir mitgebracht. Danke, Hyoko. Magst du die vielleicht nicht? Doch, das ist es nicht. Ich meine nur... Ein Geschenk von dir. Natürlich esse ich die gerne. Ach, gib dir keine Mühe, Ryuta. Du kannst mich eh nicht täuschen. Ha, tut mir echt leid, Hyoko, aber davon wird mir immer übel. Oh nein, ich habe seinen empfindlichen Magen ganz vergessen. Oh stimmt, du musst ja echt aufpassen, was du isst. Tut mir leid, Ryuta. Du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Meine Verdauung sollte sich lieber bei dir entschuldigen. Richtig so, Ryutas Verdauung. Entschuldige dich bei mir. Alles, was ich erreicht habe, ist ein peinlicher Fauxpas. Nächstes Jahr muss ich mir echt mehr Mühe geben. Gut, aber was hätte er dann vertragen? Vermutlich hätte er sich seine Körner selbst kaufen müssen. Die Prüfungen sind vorbei und wir haben nichts weiter zu tun, als auf die Osterferien zu warten. Dieses Trimester ist wirklich im Fluge vergangen. Abgesehen davon ist es kalt. Ich muss etwas gegen die Kälte in meinem Haus unternehmen, bevor ich krank werde. Vielleicht solltest du zuerst etwas gegen die Kälte in deinem Herzen unternehmen, dann kommt der Rest von ganz alleine. Huch, da hat mir jemand ein SMS geschickt. Im Park, komm schnell! Ryuta, oder? Ryuta? Ryuta ist auf der Bank zusammengekauert, an der wir uns immer treffen. Ryuta, was? Weint er etwa? Es ist immer noch recht kalt draußen, Ryuta. Ohne Mantel könntest du dich erkälten. Stimmt. Hallo, Hyoko. Meine Mutter ist heute gestorben. Ich finde keine Worte. Ich hatte schon das Gefühl, dass dieses Gespräch irgendwann kommen würde, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich sagen soll. Sie war eine Taube, aber sie wurde trotzdem immer krank, wenn es kalt war. Das ist nicht fair, das sollte nicht so sein. Ryuta. Ich bin jetzt ganz allein, Hyoko. Du hast immer noch mich, oder? Am Ende hat sie das Gleiche gesagt. Verlass du dich auf Hyoko und sie soll sich auf dich verlassen. Aber ich glaube, das wäre unverantwortlich von mir. Ich liebe dich, Hyoko, jetzt mehr als irgendwen sonst. Ich liebe dich auch, Ryuta. Aber wie soll ich das nur ausdrücken? Meine Mutter war schwach, aber es ist nicht so, als hätte sie ein kurzes Leben gehabt für eine Taube. Und... Was versuchst du mir zu sagen, Ryuta? Wenn du mich heiraten würdest, dann würde ich viel früher sterben als du. Ich gehöre einer anderen Spezies an als du. Wir haben unterschiedliche Lebenserwartungen, so ist die Natur. Aber da ich es weiß, dass ich dich irgendwann alleine lassen würde, erscheint mir das einfach unverantwortlich. Das ist egal, das heißt doch nicht, dass wir nicht zusammen sein können. Ich liebe dich, Ryuta. Ich will bis zum Ende bei dir sein. Was passiert hier eigentlich gerade? Er ist eine Taube. Und ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, allein gelassen zu werden. Ich will dir diesen Schmerz nicht zufügen, Hyoko. Ich glaube, wir sollten getrennte Wege gehen. Nein, das tun wir nicht. So ist das Leben nun mal, Ryuta. Es ist unfair und es tut weh. Und manchmal scheint es so, als würde nie etwas Gutes passieren. Trotzdem weiterzukämpfen, unserem Streben nach Glück zu folgen. Das ist das, was uns lebendig macht. So haben schon unsere Vorfahren gelebt. So sind sie gestorben, haben sich weiterentwickelt und uns dadurch dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Aber wir Vögel sollten nie so weit kommen. Wir haben uns viel weiterentwickelt, als die Natur es je vorgesehen hat. Das ist auch völlig egal. Ryuta, ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen sein, solange ich kann. Selbst wenn es nur für eine kurze Weile sein sollte.
Und ich glaube, du willst auch an meiner Seite sein. Also wo ist das Problem? Hyoko, ich bin weder so gesund noch so stark wie du. Ich bin weder klug noch hübsch noch reich. Aber ich bin glücklich. Vielen Dank. Du musst dir nicht so viele Gedanken machen, Ryuta. Wir werden uns um die Zukunft kümmern, wenn sie da ist. In Ordnung? In Ordnung. Ich glaube, ich werde mich so schnell noch nicht beruhigen, aber ich bin froh, dass ich geboren wurde und sei es nur, weil ich mit dir zusammen sein kann. Das ist wie ein Wunder. Ich danke dir. Irgendwann müssen wir uns von jedem verabschieden. Wenn es ein wenig früher passiert, nun, so ist das Leben. Es ist mir egal, wie lange es hält. Ich bin einfach nur froh, mit Ryuta zusammen zu sein. Aber lebe, solange du kannst, Ryuta. Lebe, solange du kannst, damit du herrliche Erinnerungen mitnehmen kannst, wenn du in den Himmel zurückkehrst. Und das scheint es gewesen zu sein. Das Ende kam etwas unerwartet. Das ganze Spiel war verdammt unerwartet. Und gleich nach dem Abspann wird, wie ich mitbekommen habe, noch etwas sehr Unerwartetes kommen. By the Pigeon and for the Pigeon. Pigeonation Incorporated. While it lasts. Das war Ending Nummer 1, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin jetzt gerade etwas... Also ich dachte, ich habe gehört, dass am Schluss noch irgendwie Werbung für einen Taubencafé in Japan kommt. Warum auch immer ich die Werbung jetzt nicht gesehen habe. Haben wir jetzt hier in der Galerie, da will ich noch ganz kurz reinschauen. Okay, wir haben das Bild. Wow, da gibt's verdammt viel freizuschalten. Oh, wow. Was haben wir im Archiv? Carrier Aptitude. We have examined the genetic records of the entire student body. Okay. Freunde. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, können wir vielleicht nochmal irgendwann in nicht ganz so naher Zukunft versuchen, ein anderes Ende zu bekommen. Beziehungsweise, ja, eben andere Entscheidungen zu treffen und dann, ja, ein anderes Ende zu bekommen. Mal schauen, je nachdem, wie so das Feedback ist. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, Däumchen für die Folgen wäre nett, um keine weiteren Projekte zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann bei einem weiteren Projekt. Bis dahin und ciao, ciao.